Hallo, ihr Süßen, und herzlich willkommen zu Manga Slaughter 2022. Ich bin Psycho-Gothic Lolita. Also, der Plan war eigentlich, wir machen ein paar Manga-Girls, ja, liebe Freunde? Nee, Alter, das funktioniert einfach und nicht. Und guck mal, was der Gronkh sich unter Manga-Girls vorstellt. Nee, ich hab einfach so eine Psycho-Tante gemacht, aus so eine Psycho-Gothic-Tante. Naja, ich habe da zufällig noch Ketchup am Maul, da kann ich noch nichts für. Aber Outfit ist und deine nice. Deine sieht einfach zu vernünftig aus, muss ich sagen. Die sieht halt aus wie ein Manga-Mädchen. Ja, ich wollte was Psychomäßiges haben, halt einfach aussehen. Just for fun. Das Blöde weil ist wir nur, hier ich auch muss die ganze Zeit einkaufen, weil hier ist so ein Clipping-Fehler am Outfit. Ansonsten finde ich das Outfit voll cool. So, und vor allem mit dem rosa Schwert, das passt super. Aber ich muss leider wechseln. Das ist so. Konnichiwa! Wie geht es euch? Heute! Also, das will ich ja gar nicht. So, machen wir kurz Anzüge. Ich kämpfe mit meinen emotionalen Problemen. Glibbern zu Catsuit. Das hier ist natürlich, was die meisten haben. Dicker-System. Ich werde angegriffen. Du musst mich beschützen kurz, lieber Irisch. Hier gibt's irgendwie nur schweinische Anzüge. Das gefällt mir nicht. Oktoberfest, Girl. Passt ja. Huch, ich wollte gerade gar nicht einkaufen, aber dann kann ich vielleicht nochmal, ich habe beim Unterkörper bei den Schuhen die Farbe nicht ganz getroffen. Das geht natürlich nicht. Aber scheiß drauf. Muss mal ganz kurz bei Unterwäsche gucken. Hä? Huch. Warum ist das denn bitte hier verschleiert beim Oktoberfestrock? Oh. Das ist alles beschissen. Weiß ich nicht. Hier gibt's keine guten. Hier gibt's einfach keine guten Klamotten, Gronkh. Ich habe mir nochmal einen Slip gekauft und vielleicht für den Kopf habe ich überlegt, ob ich vielleicht, um die Augen zu verstecken, vielleicht nochmal eine Sonnenbrille kaufe. Weil ich eigentlich die. Warum hast du nicht finde? Die dunkle Jungfrau genommen? Passt doch voll dunkle zu der. Jungfrau? Ach, ich habe bei den Anzügen gar nicht geguckt, ehrlich gesagt. Bei den Outfits. Das kaufe ich mir auch einfach hier, mal. Das Bad cool. Boy Outfit, das ist vor allen Dingen, finde ich, ganz praktisch. Da. So. Huch. Oh, ich werde gerade. Aua. Ach ja, ich wurde auch gerade. Oh. Aua. Was war das denn? Cool, das sieht auch cool aus, das Outfit, ne? Habe ich gerade mal zwischendurch zugelegt. Farben sind nicht ganz so passend. Hä? Wieso fliege ich einmal durch die Gegend? Frage ich mich auch gerade. Da kriegt doch niemand viel Geld. Apropos Geld, wir müssen mal Bargeld abheben. Was ist denn hier draußen passiert? Was ist hier nur passiert? Man braucht Bargeld irgendwie das Geld für gar nichts. Naja, für Upgrades also so halt, sieht ne, dieses immer. Outfit aus. Ich zeig jetzt kurz mal die verschiedenen Outfits. Finde ich cool. Alter, dich kriegt man auch nicht aus dem Klamottenladen. Du bist echt wie so eine Frau. Ich kaufe ja auch gerne Klamotten. Also. Guckt man kurz nicht hin und schon ist er wieder am Klamotten kaufen. Ich finde das super. So, ich war jetzt gerade natürlich bei dem hier. So, Verkehrsraum. Cool eigentlich. Auch cool. Von 0 auf 100 Anzug, Punkrock Stripper geht auch, Bikerbraut. Ich hab da hier, man sieht da, ich hab das Oktoberfest Girl genommen. Ah ja, du hast das, ne? Ja. Stimmt. Genau. Welches meintest du, Shooter Susi oder welches? Das Tube Top nehme ich einfach mal. Obwohl die ja eigentlich ja. Nee, weißt du was, zu der super passt? Ich hab was ja noch denn? Ein paar Klamotten im Kleiderschrank. Ja, ich weiß. Ich könnte das hier tatsächlich nehmen und das ganze grün ändern, aber das will ich jetzt gar nicht. Hier kriegt man überall EP für. Das hier super. Ist doch optimal. Aber ich will jetzt erstmal, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock jetzt die ganze Zeit nur im Klamottenladen rumzustehen. Nö, habe ich auch nicht. Obwohl, mir macht das immer Spaß irgendwie. Ich weiß. Ich bin der Typ, der immer auf der Bank wartet, wenn wir beide bei H&M shoppen gehen. Hier liegt echt überall Geld rum. Schade, eigentlich fand ich das Deckers Outfit cool, aber wenn das so einen Fehler hinten drin hat, finde ich sowas immer blöde. Ich muss zugeben, ich vermisse ein bisschen den männlichen Char, den zu spielen. In Japan so in? Schlüpferautomaten. Ey, du wolltest diese Manga-Mädels machen. Was? Ich glaube kaum. Warum hast du doch gesagt? Nee, ich wollte einfach bei meinem Spencer den Bauch ein bisschen wegmachen und du meintest, oh, ist cool, dass wir Manga-Mädels machen. Nee, hast du gesagt. Weil ich meinte nur, rosa Haare sind lustig. Das war alles. Weil ich gerade bei den Haaren zufällig gelandet bin. Aber ist ja auch egal. Oh, was sind denn das für Aussichten hier? Ich wollte mein Dings ändern. Du wolltest deinen komplett ändern, genau. Genau. Und ich wollte bei mir nur den Bauch weil wegmachen der und jetzt Spencer lauf hier rum mit Brüsten. Das hat ja nicht so richtig funktioniert, leider. Nee. Piercings, tragen die Manga-Leute Piercings? Weiß ich nicht, aber komm endlich mal aus dem Laden raus, Alter. Wir wollen hier eine Folge aufnehmen. Ach so, aber das mache ich doch. Na, jetzt bin ich aber wieder voll blöd.
Ja, dann unternimm doch selber was. Die Welt ist groß. Oh, bitteschön, wenn der feine Herr da gerade beschäftigt ist. Ja, du musst ihm ja wohl eine Sekunde Zeit lassen. Guck mal, jetzt habe ich auf jeden Fall ein Adrettes angezogen. Von 40 Folgen Let's Play kleidest du dich 30 lang ein. Ja, gibt ja auch Experience. Warte, ich kann mit dem Tornado, übrigens habe ich auch mal versucht, nicht durch eine Tankstelle laufen. Aber man kriegt gut Kohle. Irgendwie habe ich den leichten Linksdrift. Also ist deine rechte Brust vielleicht größer als die linke? Ja, ich weiß nicht, was da passiert ist. Hast du ungleiche Brüste? Oh. Sieht das jetzt aus wie Manga Girl? Also ich habe jetzt fast dieselben Sachen angezogen, die ich vorher auch schon mal anhatte, weil die einfach aber passen. Ich sehe schon, fast dieselben Sachen ist gut. Du hast doch fast gar nichts an, meine Liebe. Sieht gut aus, oder? Für so, ist das jetzt Manga Girl-mäßig? Du billige Schlampe! Ich bin eine Gothic-Lolita! Ja, aber wirklich, so. Du bist eine Gothic-Lolita. Aber ein bisschen schräg siehst du aus. Ja, das gehört aber dazu. Das ist mein Style, Bitch. Ich meine, bei der hier habe ich die Augen auch riesig gemacht. Die hat auch einen leichten Psychoblock, aber das hat man noch ganz gut hinbekommen. So, die Frage ist, wollen wir Hauptaufgabe endlich mal weitermachen, damit wir... Ja, wäre super. Finde ich voll gut. Aufträge. Okay, pass auf. Der Tag danach. Rette Johnny Gat. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Geil. Ja, begeben wir uns mal schnell zum Schiff. Do you have a lock on Johnny? Bin ich dabei. Meine Lieblingsfreundin. Can you break in? Of course I can. Get back to the ship. Ich fliege. Ich kann mir ständig unter den Rock gucken. Das ist irgendwie schräg. Ja, daran hatte ich mich schon gewöhnt. Ja, unter den Rock zu gucken, ja, das dachte ich mir schon. Aber du bist auch meine Liebste. Aber Schatz. So. Alter, dieses Hausdach ist immer so scheiße, ne? Okay. Zack, aber auf Schiffchen. So. Yes, ja. Mal gucken, yes, wie wir beide in den knallengen Overalls aussehen. Ich sehe tatsächlich ein bisschen psycho Augen, aus. Also die Augen, ja, auf jeden Fall. Bei mir aber auch. Die hat zwar noch ein hübsches Gesicht, aber diese Augen sehen schon ein bisschen psycho aus. Geringfügig. Psycho. Ah, Alter, ist sie hier unten wieder, ne? Nee, ist oben? Hä? Ist das unten oder oben? Oben. Ah. Begib dich zum Schiff. Hä? Hä? Aha. Ach so. Interessant. Sehr interessant. Merkwürdig. Feels weird not being in a shitty sports bar. You could always name the ship the Broken Shillelagh. Not funny. Kinsey, relax. Doing my best. Look, if you're worried about me going brain dead, I figure it's part of the deal. You have to say something. What aren't you telling me? Thanks, Matt. Kinsey? It's not you she's worried about. It's everyone else. Oh, this is gonna get real exciting. It doesn't matter. I have a feeling we're about to disagree. Saving Gat is a terrible idea. You're out of line! The boss don't answer to you, honey. Bitch, you're lucky we're standing in front of Keith David, or stop it! He's right, okay? It's a terrible idea. In order to save Johnny, we have to tap directly from our ship into his mind, and that means Zinyak's going to know exactly where we are. You're asking Matt and I to paint a target on humanity's last chance so that you can go rescue someone we've never even met. And what's even stupider is that we're going along with it. That guy you just beat the shit out of is risking everything to save your friend. And you want to know why? Because we can't save ours anymore. Oleg is dead. Viola is dead. Earth is dead. So how about you stop being a fucking asshole and say thank you for giving us the hope you'll never have? I'm sorry. Yeah, well, you could have killed me back in Steelport, but you let me go. I can forgive a few punches. Okay, then. Get in the chair. Hey, boss. What do you think Gat's mind is like? No idea. But if I had a bet, I'd say either a shooting gallery or a freckle bitches. Alter, die ist so psycho, die Braut bei mir. Johnny Gat is the oldest friend I have and the baddest motherfucker I know. I mourned him once. When I thought Philippe Lorette had taken him out. Now that I know he's alive, I'd walk through hell to bring him back. Yeah. Du bist mein Johnny Gat. Oh. Was ist das denn? Winners don't use drugs? Was? Danes of Rage, Alter, was? Wie geil! Wie geil ist das denn? Alter. Behind you, Johnny! Help! Ooh! Ha 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 ha! Ow! Johnny! Help! You want her?
Come here. Geil! So, wie ist die Steuerung? Alter, die haben ja richtig die Charaktere abgebildet. Alter, wie geil. Ich bin voll schlecht. Ach, ich verwechsel mich immer mit dir. Müssen wir einfach gehen oder was? Nee. Ach, der ist auf unserer Seite oder was? Ach so. Der trägt ja lila. Oder was? Alter, das ist super. Wie geil! Stillwater is a lot lower res than I remember it. Das ist ja der Hammer! Das ist obergeil. Einfach mal so ein 2D-Jump-Run-Spiel eingebaut. Obergeil. Bam! Genickbruch. Gehen sogar die Special Moves gehen auch. Mit E musst du mal drücken. Ja, ja, genau, genau. Hab ich schon. Greifen. Oh. Das ist ja Shit, Alter, wie geil! Come on. Vice King HQ is this way. Boah, das erinnert mich so an die guten alten Zeiten mit Golden Axe und so. Boah, das wäre auch Hammer. Die Musik auch ein bisschen, ne? Ja, total. Boah, Alter, wie geil das gemacht ist. Alte MIDI-Musik, das ist echt gut. Geil, ich hab einen Knüppel. Yeah! Go! Go, go, go! Kingdom Come Records, we're here! Ach, das ist ja unser! Oh, Endgegner. Treff ihn gar nicht. I don't think so. Bam, bam, bam. You'll never defeat Warren Williams. Eat a dick. I'm bad. War's das schon? War das Stage 1? Stage 1. Yeah. Alter. Awesome. Alter, geilste... Geilste Quest ever. Hallo, ich komm nicht raus. Hallo? Ja. Ah. So geht's auch. Na komm schon her, ihr Penner. Johnny, this is a dream. You have to wait. Shut the fuck up. I know she's in here. We just have to get to the main office. Come on. Ich würde gerne wissen, ob man das beeinflussen kann. Boah, aua, 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 aua. Jetzt habe ich gerade ein bisschen aufs Maul gekriegt. Der eine versteckt sich, der will nicht verprügeln. Oh, warte mal. Drüber springen wahrscheinlich. Nein. Ah, ich bin voll rein. Fuck. Nein, schon wieder. Ah, du musst warten, bis die Blitze aufhören. Ja. Alter, die Mucke auch. Super. Geil. Alten, guten Super Nintendo. Ich kann verstehen, warum sie es nicht als DLC rausgebracht haben. Das ist einfach viel zu umfassend. Ja, das wäre jetzt schon Verschwendung für ein DLC, das Spiel. Achso, der macht den Blatt, okay. Geil, Alter, geil. Oh, Vorsicht. Scheiße. Ah. Okay, jetzt. Psycho-Bitches. Ja, lieber warten, ne? Ja, ja, ja. Konnichiwa, jetzt geht's auf die Fresse. Ich sag Arigato. Haja! Okay, hot, 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 hot. Ja, cho, ho, hi, ho. Oh Gott, vergib mir bitte Bam. Die Pseudo-Japanische. Wir müssen in den Fahrstuhl, schnell! Na nü? Boah, Alter, wie lang ist das? Ich weiß es nicht. Warren nee. Williams! You're gonna pay for taking my girl! You Alter! Really think you can stop me?
Bams. Au. Warren Williams. Dieser kleine Bitch-Schlepper. Bams. Boah, der haut mich richtig hier. Der haut mir richtig auf die Schnabeltasse im Moment. Ich komm gar nicht in Bewegung. Bams. Hey. Ich geh mal von oben ran, drück E. Bams. Alter, was war das denn? Hast du ein Leben verloren? Ich glaube, du hast ein Leben verloren. Oh ja, scheinbar, offensichtlich. Der hat die ganze Zeit auf mich geschlagen, Ronk. Yeah. Aisha isn't here. We have to get to her house. Weißt du, an was mich das auch ein bisschen erinnert? Mächtig gewaltig ist auch geil. Woran denn? An Far Cry Blood Dragon. Ah, okay, das habe ich noch nicht gespielt. Alter, ich feier das. Die nächste Stage und alles anders. So was haben die früher als Spiel verkauft, Mann. Das ist geil. Johnny, we can't help anyone stuck here like you are really starting to piss me off. We don't have much time. Woo! Wie die Gegner spawnen, ist auch so geil gemacht. Wow, der eine hat mich gerade voll weggelatzt. Boah, ist noch viel jetzt gerade. Alter. Ja. Wir sind ja gerade im Enemy Turf. Weiter geht's, der Kampf nimmt kein Ende. Da habe ich ja plötzlich Bock, voll die Jump'n'Run-Let's-Plays zu machen. Huch. Come on, man. Let's just. Oh, war's das schon? Let's just. You home, Johnny. Nee. It is a trap. No. No, no, no. It's not going down like that. Kinsey, can you reset this thing? Theoretically, each simulation is an isolated instance. I just want it done, Kinsey. I don't care how it works. 1 second, and here we go. Coming, Aisha! Hey, you... Reset! Komm, lass uns den Typen blätten. Der ist schon platt. Bei mir. Nee, bei mir nicht. Hä? Ah, also ich kämpf gerade gegen den. Hier passiert gerade gar ach, nichts. Ach du Scheiße! Oh, 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 oh! Bei mir wird gerade alles... Oh! Yuneki oder Yunichi Ronin. Cover, Aisha. Du hast jetzt, du bist auch im Game, ne? Jetzt wieder. Ja, ja, jetzt bin ich wieder im Game, aber der hat mich gerade ganz schön verprügelt. Ach, scheiße. Ah, er ist down. Nee, er lebt noch. Die Anzeige. Ich guck, da ist er wieder. Wo ist er hin? Hä? Bei mir war er down gerade. Ach, jetzt kommt er dann wieder. Er hat mich voll erwischt. Kriegt aber sofort wieder aufs Maul. Irgendwie leckt's gerade, ne? Hä? Der ist jetzt ist er weg. Sehr strange. Ach, Alter, der springt manchmal aus dem Bild einfach. Yeah! Johnny! You made it! You with me? Yeah. Yeah, I'm with you. Hold on. We're coming to get you. Whoa, we? Who's we? The Saints. His journey finally over. Johnny Gat was once again able to hold Aisha in his arms. But the reunion was soon over, as the street tough remembered the tragedy that claimed his love so many years ago. Aww. Thanks for playing. Game over. Ein geiles Game. Also echt super lustige Quests hier für so ein Minigame. Were you right? No, side scroller beat him up. Nice. I'm coming, Johnny. Kinsey, I need that robot up and running. It's really more like power armor. Not now, Keith. Es ist noch nicht vorbei. Thank you.
Kinsey, where's Gat? First, do you remember how to use this suit? Do I remember? That's not really an answer. After we get Gat, you can take shots in the all night. But let's stay focused on why we're here. Wir müssen dann wieder schweben. Good girls kick ass. Wie kommt man wieder landen? Ich hab's vergessen. Steuerung. Keep an eye out for more Zin. They're on the offensive now. What do you call blowing up Earth? Zinyak's not dumb. I doubt we've made a single move so far without him knowing about it. I don't think we would have made it this far if Zinyak didn't think he could handle us. Great. Mir reicht es langsam mit diesen scheiß Kreaturen aus dem All. Wo sind diese Schergen? Diese schergigen Schergen? Mein Leben liegt in Scherben. Niedergestreckt. So langsam ist Schicht im Schacht, mein Lieber. Jetzt wird hier aufgeräumt. Wieso geht das nicht auf? Weil wir da gar nicht hin müssen. Wir sollen finde Gats Kapsel. Finde Gats Kapsel, die ist hier vorne. Hast du sie? Nein. We're talking about Johnny fucking Gat, not Matt Miller. I'll have you know. Ow! Kenzie, why did you just grab Johnny and bring him back, okay? All soldiers on high alert. Special Prisoner 31 has escaped and is moving through the base. This is a kill order. Repeat, kill order. On the move? Okay, let me try to find a way to... I see a trail of dead aliens, Kinsey. I think I know which way Johnny went. Looks like you're headed pretty deep into the base. Where are you at? Another pod room. Jesus, there must be thousands on this ship. Can you imagine how many people are being tortured by Zinyak right now? I know what you mean. I've seen countless tunnels full of those things. It's a lot of fucking people, Kinsey. And if we take down the Zinyak and the rest of the Zin Empire, they'll all be saved. Right on. Not that they'll have a home to go back to or anything. You gotta work on your pep talk, Kinsey. Immediate backup to processing tunnel 16. I'm very disappointed in you all. Wo bist du? Johnny's keeping it easy. Definitely something we think they're good at. Not gonna lie, I thought a giant robot running through the halls would have gotten a bigger reaction. Maybe there's a giant lizard destroying buildings in another hallway. Oh, girl can dream. Boah, Alter. Lädt das Ding ja noch? Wie das abgeht. Offenbar lädt das Ding immer Checkpoint noch. Checkpoint erreicht. Almost beats dancing. Hey! Wo müssen wir denn hin eigentlich, sag mal? Wo bist du? Scheiße, ich bin schon zu weit. Where's Processing Chamber 9? Just because I can see the layout of the ship doesn't mean I know what the rooms are called. Sorry, die quatschen hier die ganze Zeit. Ja, ja, ich bin auch, glaube ich, zu weit geflogen gerade. Wo bist du denn hin? I think I'm getting... Hä? Oh, fuck. Wie komme ich denn da hin, wo du gerade bist, sag mal? Ja, unten langlatschen einfach. Unten langlatschen? Wo bist du denn hingeflogen? Alter, ich könnte dir Hilfe gebrauchen. Ja, Alter, ich weiß nicht, wo das ist. Willst du mich verarschen? Wo ist das? Töte alle. Ja, aber wo? Okay, los geht's. In welche Richtung, Alter? In welche Richtung? Oh mein Gott. Ja, guck auf die Karte. Ich kann jetzt schlecht beschreiben. Ja, es gibt keine Karte. Ach so. Dann musst du dem blauen Punkt folgen. Das versuche ich. Aber da ist bei mir sind nur Wände da. Ja, du musst unten lang. Da gibt's so Tunnel, Türen, die wir durchschießen mussten. Boah, Alter, hier ist irgendwie sowas wie ein Endgegner. Es kann ja wohl nicht sein, dass wir jetzt so ein halbes Finale haben. Du verpeilst das. Ja, ich verpeil das nicht, Alter. Es geht hier einfach fucking nicht weiter. Warte mal. Geh mal runter irgendwie. Boah. Ich bin unten, aber da geht's auch nicht weiter. Und irgendwo muss eine Tür sein. Die bin ich einfach langgelatscht. Ich bin einfach dem Pfeil gefolgt, dem blauen Zeichen. Das war mir nicht... Ich fliege hier gerade den ganzen Flur lang, aber hier ist ja nichts, Alter. Boah. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll ohne dich. So, hier, ich habe jetzt eine Tür gefunden, aber ich weiß nicht, ob es die richtige ist. Boah. Alter. Ich hoffe, ich komme jetzt zu dir. Bestimmt. Was it too much for you? Hä, wo bin ich denn hier, Alter? Yeah! Oh mein Gott. Ich probiere es für uns zu schaffen. Da vorne müsstest du kommen jetzt. Ich hoffe. Bei mir sind alle Türen übrigens zu, die zu dir führen.
Musst du aufschießen einfach. Ja, ja, ich meine ja nur. Nein, ich bin runtergestürzt. Bei mir ist Buddy auf jeden Fall. Was denn? Ich bin tot. Echt? Nein, jetzt bin ich gerade zu dir gekommen. Scheiße, fuck, ich bin da runtergefallen, einfach jetzt gepackt. Fuck. Ja, sorry, Alter, ich bin den ganzen Tunnel lang geflogen, da war gar nichts. Und dann auf einmal komme ich durch Türen, die gar nicht kaputt gehen. Also die sind nicht kaputt gegangen, ich bin einfach durchgeflogen, obwohl die zu waren. Ah. War bestimmt ein Grafikbug wieder oder so. Sollen wir dann mal in der nächsten Folge nochmal probieren? Okay. I think I'm getting close. Oh, fuck me. Ne? Ja, wir haben das Folge ja eh alles angehört schon hier alles. Und dann machen wir in der nächsten Folge, schaffen wir es dann auf jeden Fall, ne? Check! Okay. Gib mir 5, Mann! Yeah! Ja, liebe Freunde, in der nächsten Folge probieren wir es dann nochmal. Da war, glaube ich, ein Grafikfehler beim Grunk oder so. Ja, sorry, also bei mir waren alle Wände dicht, ich kam nirgendwo lang und die Türen, die ich gesehen habe, die waren einfach zu. Die waren einfach zu und dann konnte ich halt durchfliegen, ohne dass sie aufgegangen sind. Das war sehr merkwürdig irgendwie. Die Wände waren mindestens genauso dicht wie du. Könnte mal dichter.